Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 172. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge wurde definiert, was man unter der Ableitung einer vektorwertigen Funktion versteht. Und das möchte ich hier vielleicht noch einmal wiederholen. Wir betrachten eine vektorwertige Funktion f, die eine Abbildung sein soll aus einer offenen Teilmenge des R auch n, und die möchte ich hier wieder mit g bezeichnen, in die Menge R auch m. Und wir hatten im letzten Video gesehen, oder besser gesagt definiert, diese Abbildung f ist total differenzierbar, wenn es eine lineare Abbildung gibt, und zwar derart, dass sich f schreiben lässt an der Stelle x plus h, und zwar folgendermaßen: f an der Stelle x plus h ist f an der Stelle x plus die lineare Abbildung, und die hatten wir bezeichnet mit a mal h, wobei A eine Matrix war vom Format m kreuz n, plus einer Funktion phi an der Stelle h. Und für diese Funktion phi haben wir gefordert, dass diese Funktion schneller gegen 0 geht als h selbst. Oder man kann auch sagen, die Funktion phi geht schneller als linear gegen 0. Und das hatten wir geschrieben als Limes h gegen 0 von phi von h dividiert durch die Norm von h ist gleich 0. Und im letzten Video hatten wir auch gesehen, wenn diese Funktion f total differenzierbar ist, also wenn es eine solche lineare Abbildung a mal h gibt, dann haben wir gezeigt, dass auch sämtliche Komponentenfunktionen dieser Abbildung f ebenfalls differenzierbar sind. Und wir haben für die Komponentenfunktion herausgefunden, dass gelten muss Limes h gegen 0 von im Zählerstand f, und wir betrachten jetzt einmal die mythe Komponentenfunktion, also f Index μ an der Stelle x plus h minus die mythe Komponentenfunktion an der Stelle x minus, und jetzt brauchen wir von dieser Matrix A gerade die mythe Zeile, das gibt also a Index μ mal h dividiert durch die Norm von h. Und dieser Ausdruck oder dieser Grenzwert existierte und muss gerade 0 ergeben. Und das muss gelten für jede Komponentenfunktion, also für alle μ aus der Menge 1, 2 und so weiter bis m. Denn wir haben hier ja m Komponentenfunktionen vorliegen, da die Abbildung f eine Abbildung ist aus dem r auch n in den r auch m. Dieses a Index μ, was hier in der zweiten Gleichung drin steht, das ist also die mythe Zeile der Matrix A. Das heißt, also mit, das schreibe ich hier vielleicht noch einmal hin, mit a Index μ, das wäre also von der Matrix A gerade die mythe Zeile, und die Einträge der mythen Zeile lauten a Index μ 1, a Index μ 2 und so weiter bis a Index μ n. Und das war gerade die Ableitung der Mythenkomponentenfunktion an der Stelle x. Und Sie sehen, das ist selber wieder eine Matrix, nämlich vom Format 1 kreuz n über die Menge der reellen Zahlen. Wie berechnet man nun die Matrixelemente konkret? Das kann man sich hier fragen. Und das werden wir gleich in einem Satz einmal festhalten, wie die Berechnung so vor sich geht. Zunächst aber möchte ich der Übersichtlichkeit halber die Indizierung μ hier weglassen. Wir betrachten jetzt also irgendeine beliebige Komponentenfunktion f μ, und ich möchte diesen Index μ weglassen. Das heißt, wir wollen jetzt schreiben einfach nur f' von x ist eine Matrix mit den Einträgen a1, a2 und so weiter bis an. Und wie diese Matrixelemente zu berechnen sind, das zeigt uns jetzt der folgende Satz. Also Satz: sei n
eine beliebige natürliche Zahl und wir betrachten eine Menge g, aus dem R auch n, die offen sein soll, sowie eine Abbildung oder eine Funktion, in diesem Fall f. Wir beschränken uns jetzt nur auf die Komponentenfunktion, wie gesagt. F ist eine Abbildung aus der offenen Menge g in die Menge der reellen Zahlen und das sei eine differenzierbare Funktion. Eine differenzierbare Funktion. Dann sind für alle nü Element aus der Menge 1, 2 und so weiter bis n die Funktionen, und wir definieren uns jetzt eine neue Funktion oder besser gesagt Funktionen, und zwar folgendermaßen: durch g-Index nü in Abhängigkeit von t, und die definieren wir uns folgendermaßen, nämlich wir betrachten dazu unsere Funktion f an der Stelle x plus t mal e nü. Wobei hier dieser Vektor e nü der kanonische Standardbasisvektor ist aus dem R auch n. Und der hat ja im Prinzip nur überall nur Nullen stehen, außer an einer Position. Dort steht gerade eine 1. Und wo die 1 steht, ja, das ist gerade die nüte Zeile dieses Vektors. Also dann sind für alle nü diese Funktionen g nü differenzierbar. Differenzierbar an der Stelle t gleich 0 und es gilt, dass f' an der Stelle x, also die Ableitung der nüten Komponentenfunktion, wenn Sie so wollen, bedenken Sie, ich habe den Index μ ja hier weggelassen, multipliziert mit h, ist gleich die endliche Summe von nü gleich 1 bis n. Und zwar betrachten wir jetzt die Ableitung dieser Funktion g nü an der Stelle t nach t, und zwar speziell an der Stelle 0. Und das deute ich hier jetzt spitz an durch einen senkrechten Strich. Also das heißt hier an der Stelle t gleich 0, wollen wir diese Ableitung betrachten, mal h Index nü. Und diesen Satz werden wir jetzt zunächst einmal beweisen. Der Beweis ist nicht sehr schwer, sondern mehr von technischer Natur, sage ich einmal. Und zwar betrachten wir zunächst einmal einen Vektor h, einen beliebigen Vektor h, mit den Komponenten h1, h2 und so weiter bis hn. Das ist also ein Vektor aus dem r hoch n, wie Sie sehen. Und zwar wir wollen diesen Vektor h so definieren, dass immer noch die Summe aus dem Vektor x plus h auf jeden Fall immer noch im Definitionsbereich der Funktion f liegt, also in der offenen Menge g sozusagen. Und wir wählen jetzt speziell einmal einen Vektor h, und den definieren wir uns jetzt folgendermaßen, nämlich durch t mal e nü. Was bedeutet das jetzt konkret? Wenn wir beispielsweise uns mal beschränken auf Funktionen aus dem r hoch 2 nach r, dann kann man die ja gerade noch hinmalen. Das versuche ich jetzt mal hier zu machen. Das sei jetzt irgendwie mal eine Fläche im dreidimensionalen Raum. Und wir betrachten jetzt im Definitionsbereich, der irgendwo hier unten in der xy-Ebene liegt, mal einen Punkt x, beispielsweise diesen hier. Da bedeutet das, wir nutzen jetzt Vektoren h, also Auslenkungen kann man auch sagen, die parallel zu den Koordinatenachsen verlaufen müssen. Das heißt also beispielsweise entlang oder parallel der x-Achse, das wäre eine Möglichkeit für h, oder wir laufen parallel zur y-Achse.
Das deute ich mal hier durch diese blauen kleinen Vektorpfeile mal an. Und wir betrachten jetzt die Funktion an der Stelle x plus h. Zunächst einmal sieht man aber, wenn ich jetzt die Norm dieses Vektors h bilden würde, das wäre ja nichts anderes als die Norm von t mal e nü, dann gilt mit den Rechenregeln für Normen, die wir im Video Nummer 123 behandelt haben, wir können dieses Skalar t hier rausziehen und zwar als Betrag t mal die Norm von e nü. Und da ja e nü ein kanonischer Standardbasisvektor ist, wissen wir, dass die Norm dieses Vektors 1 ist, sodass hier letztendlich der Betrag oder die Norm des Vektors h gerade der Betrag von t ist. Und wir wissen nun nach unserer obigen Formel, die wir im letzten Video gezeigt haben, die möchte ich hier vielleicht einmal einrahmen, die benötigen wir jetzt hier, und zwar diese hier. Und wir lassen jetzt den Index μ hier einfach weg, das haben wir ja so vereinbart. Und wir betrachten jetzt unsere spezielle Auslenkung h, die ich hier unten definiert habe. Dann muss ja gelten, also 0 ist gleich, ich fange mal mit 0 an, ist gleich Limes h gegen 0 von f an der Stelle x plus h, ich schreibe jetzt letztendlich diese Formel, die ich oben rot eingerahmt habe, zunächst einmal ab, minus f von x minus a mal h dividiert durch h. So, jetzt können wir unsere h einfach mal hier einsetzen. Dann erhalten wir, wenn h gegen 0 geht, bedeutet das ja nichts anderes, dass auch t gegen 0 gehen muss. Das heißt, wir können hierfür schreiben, das ist nichts anderes als Limes t gegen 0 von f an der Stelle x plus h. Und für h hatten wir ja eingesetzt, das ist t mal e nü minus f von x minus a mal t mal e nü dividiert das Ganze durch, ja, t Betrag. So, wenn dieser Grenzwert 0 sein soll, so wie es hier links steht, können wir hier auch den Betrag des Ganzen betrachten. Dann muss der Betrag ebenfalls gegen 0 gehen. Das bedeutet, wenn wir jetzt uns nochmal erinnern an die Beträge, wenn Sie betrachten a dividiert durch b Betrag und wollen davon den Betrag bilden, dann ist das ja nach den Regeln der Betragsrechnung dasselbe wie a Betrag dividiert durch den Betrag von b Betrag. Und der Betrag von b Betrag, ja, der ist einfach gerade b Betrag, so dass wir insgesamt hier wieder schreiben können, das ist a durch b Betrag. Das heißt also, wir können jetzt schreiben, das ist nichts anderes als Limes t gegen 0 von Betrag, und im Zähler haben wir dann stehen f an der Stelle x plus t mal e nü. Nun erinnern wir uns aber, wie wir oben im Satz f an der Stelle x plus t mal nü definiert haben. Das möchte ich hier vielleicht nochmal schwarz einrahmen. Hier sehen Sie das oben im Satz. Das ist gerade g-Index nü an der Stelle t. Also können wir für f an der Stelle x plus t mal e nü auch schreiben, g nü an der Stelle t. Minus f von x, ja, f von x erhalten Sie, indem Sie in diese obige Gleichung, die ich hier im Satz schwarz eingerahmt habe, einfach t gleich 0 einsetzen. Wenn Sie t gleich 0 einsetzen, erhalten Sie ja gerade, g nü von 0 ist f von x. Also minus g nü von 0. Minus, ja, und dann haben wir a mal t mal e nü. Das t ziehe ich mal nach vorne hin und schreibe a mal e nü. Dividiert das Ganze durch t. So, nun kann ich diesen Bruch noch aufsplitten in zwei Teilbrüche. Das gibt also Limes t gegen 0 von g nü an der Stelle t minus g nü an der Stelle 0 dividiert durch t. Minus, ja, t mal a mal e nü durch t, das t hebt sich gerade raus. Wir haben hier also einfach a mal e nü nur noch stehen.
Ja, was ist a mal e nü? Das betrachten wir mal an der Seite vielleicht. A mal e nü ist ja nichts anderes. Die Matrix A ist ja eine Matrix mit einer Zeile und n Spalten. Und wir hatten hier oben hingeschrieben für diese Matrix A. Wir wollen die bezeichnen mit A1, A2, die Elemente mit A1, A2 bis AN. Und das schreibe ich jetzt hier auch einfach mal hin. Also A1, A2 und so weiter bis AN. Multipliziert mit dem Vektor e nü. Und dieser hat ja im Prinzip nur Nullen. Bis auf eine 1 in der nüten Zeile. Wenn Sie das ausmultiplizieren, erhalten Sie im Prinzip nur Nullen, außer an einer Stelle, da erhalten Sie a nü mal 1 und das gibt a Index nü. So dass wir jetzt letztendlich schreiben können, das ist Limes t gegen 0 von g Index nü an der Stelle t minus g Index nü an der Stelle 0 dividiert durch t minus a Index nü. So, nun wissen wir, dieser Grenzwert existiert ja, der soll ja gerade 0 sein, steht hier. Und das bedeutet, es muss hier offensichtlich gelten. Daraus folgt also, dass a nü gerade sein muss, g nü, und zwar der Limes, t gegen unendlich, gegen 0 natürlich, Entschuldigung, von g nü von t minus g nü von 0 dividiert durch t. Und was ist das? Ja, das ist ja nichts anderes als die erste Ableitung dieser Funktion g nü an der Stelle 0, wie Sie sehen. Und das können wir auch schreiben als dg nü von t dividiert durch dt an der Stelle t gleich 0. So, das bedeutet dann, wenn wir jetzt allgemein unsere Koordinatenfunktion betrachten, f' von x multipliziert mit einem Vektor h, dann ist das ja a mal h. So hatten wir das ja im letzten Video gezeigt. Und das wäre ja nichts anderes als a1, a2 und so weiter bis an mal h1, h2 und so weiter bis hn. Wie diese anys hier berechnet werden, das haben wir hier oben gerade gesehen. Das heißt, wir können hier zunächst einmal schreiben, ja, diese Matrix mal diesen Vektor. Nach den Rechenregeln für Matrizen erhalten Sie hier im Prinzip die endliche Summe nü gleich 1 bis n über anü mal hnü. Und für anü haben wir ja gerade ausgerechnet, ja, was ist das? Das ist gerade die Ableitung dg nü an der Stelle t nach dt an der Stelle t gleich 0 mal h Index nü. Und damit haben wir diesen Satz auch schon bewiesen. Was beschreiben nun diese Funktionen g nü von t? Also was beschreibt, das schreibe ich hier mal hin, beschreibt g nü von t. G nü von t ist ja ausführlich ausgeschrieben. Zunächst einmal hatten wir es oben im Satz definiert als x plus t mal e nü. Wenn wir nochmal nach oben schauen, im Satz wurde ja definiert diese Funktion g Index nü von t als die Komponentenfunktion f an der Stelle x plus t mal e nü. Das habe ich ja hier oben schwarz eingerahmt. Das habe ich hier unten nochmal hingeschrieben. Und wenn wir das ausführlich hinschreiben, bedeutet das letztendlich nichts anderes. Da f ja eine Abbildung aus dem r hoch n nach r ist, hat diese Funktion n Variablen. Die erste Variable ist x1, die zweite ist x2 und das geht jetzt immer so weiter, bis wir mal an die Stelle x Index nü minus 1 ankommen. Danach kommt die Variable x nü, allerdings jetzt plus t, weil ja e nü in der Nütenzeile die 1 stehen hat. Deswegen erhalten Sie, wenn Sie diese beiden Vektoren x plus t mal e nü addieren, erhalten Sie als Ergebnis an der Nütenposition den Eintrag x nü plus t. Und dann kommt x nü plus 1 und so weiter bis xn. G von nü beschreibt also die Änderung der Funktion f in der Newton-Koordinatenrichtung, wenn alle anderen Koordinaten festgehalten werden.
Sie sehen also, die Änderung wird hier nur bewirkt, indem Sie die Newton-Koordinate betrachten und zur Newton-Koordinaten einen Wert t hinzuaddieren und die anderen Koordinaten bleiben alle so, wie sie sind. Und wir betrachten dann, wie ändert sich die Funktion, wenn Sie im Definitionsbereich die Newton-Koordinaten um einen Wert t erhöhen, wie ändert sich dann der Funktionswert? Und das gibt uns gerade dieser Ausdruck g nü von t hier an. Schauen wir uns nochmal an die Ausdrücke g nü an der Stelle t abgeleitet nach t an der Stelle t gleich 0. Das war ja, wie ich das oben hingeschrieben habe, nichts anderes als g' von nü an der Stelle 0. Das heißt, das war ja der Limes t gegen 0 von g nü an der Stelle t minus g nü an der Stelle 0 dividiert durch t. Das steht ja hier oben noch, das unterstreiche ich hier vielleicht noch einmal. Setzen wir jetzt unsere Funktion f für g ein, erhalten wir hier also offensichtlich Limes t gegen 0. So, jetzt muss ich einen langen Bruchstrich ziehen und wir haben dann im Zähler stehen g nü von t. Ja, das wäre gerade ja f an der Stelle x1 und so weiter. Dann kommt irgendwann mal x nü plus t und so weiter und irgendwann kommt mal xn. Minus g nü an der Stelle 0, dann müssen Sie hier einfach die 0 hier oben einsetzen, also an dieser Position hier, das deute ich mal durch diesen Pfeil an. Dann erhalten Sie einfach f an der Stelle x1, x2 und so weiter bis xn, dividiert durch t. Und wir definieren jetzt diesen Grenzwert, der ja existiert, die definieren wir jetzt uns folgendermaßen, und zwar als df nach dx1 an der Stelle x. Sie sehen also, ich benutze hier jetzt so ein rundes Delta, wenn Sie so wollen, und das deutet uns darauf an, dass wir hier eine Funktion vorliegen haben, die von mehr als eine Variable abhängt. Denn wenn Sie eine Funktion nehmen mit einer einzigen Variable, dann schreiben wir ja im Prinzip einfach nur d nach dx. Hier schreiben wir jetzt Delta nach Delta x. Damit man gleich sieht, dass diese Funktion von mehreren Variablen abhängt. Und wir können ja diese Funktion f nach beliebig vielen Variablen ableiten. Ich sehe gerade, ich habe ja einen Fehler gemacht. Ich muss hier natürlich schreiben df nach dx-Index nü. Wir leiten hier nach der nüten Variable ab. Und wir bezeichnen dieses jetzt als partielle Ableitung. Also df nach dx nü an der Stelle x ist die partielle Ableitung, der Funktion f an der Stelle, oder im Punkt können Sie auch sagen, x nach der Variablen, x nü. Es gibt noch verschiedene Schreibweisen für diese partiellen Ableitungen, das möchte ich hier vielleicht nochmal hinschreiben. Df nach dx nü könnte man auch abkürzend schreiben, einfach nur als df nü oder aber auch einfach nur als f Index x nü. Diese Abkürzungen sind gebräuchlich. Ich benutze aber zunächst einmal nur die linke Version, die ich hier hingeschrieben habe, also df nach dx nü. Ja, wir wollen uns vielleicht mal ein Beispiel anschauen. Wir wissen ja jetzt, wie die Matrixelemente zu berechnen sind. Bedenken Sie bitte, dass diese Ableitung d g nü von t nach dt ja gerade unsere Matrixelemente a nü waren. Das bedeutet, wenn wir jetzt beispielsweise mal folgende Funktion uns anschauen, und zwar die Funktion f, die eine Abbildung mal sein soll aus dem r hoch 3 nach r, wobei hier jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich, ja, der mal die Koordinaten x, y und z haben möge, zugeordnet wird f an der Stelle x, y und z. Und wir definieren uns diese Funktion folgendermaßen, vielleicht einmal als x mal e hoch xy minus
Sinus von x, y und z. Und gesucht ist jetzt hier oder sind hier die partiellen Ableitungen. Also gesucht die partiellen Ableitungen ja, es gibt hier im Prinzip drei Stück. Wir können also bilden df nach dx, wir können bilden df nach dy und wir können bilden df nach dz. Diese drei Ableitungen suchen wir. Fangen wir mal an mit df nach dx. Wie ist da jetzt vorzugehen an der Stelle x? Wir halten sozusagen die Variablen y und z fest. Das heißt, wir betrachten diese Variablen so, als wären das Konstanten und leiten diese Funktion einfach nur nach x ab. Das heißt, um den ersten Summanden nach x abzuleiten, benötigen Sie schon die Produktregel, wie Sie sehen, denn dort steht hier x mal e hoch xy. Das heißt, ja, den ersten Faktor abgeleitet liefert 1 mal e hoch xy plus den ersten Faktor hingeschrieben und jetzt die e-Funktion abgeleitet. Das gibt e hoch xy mal die innere Ableitung nach der Kettenregel und das würde hier y ergeben. Minus, dann müssen wir den Sinusausdruck noch ableiten. Dort benötigen wir die Kettenregel. Zunächst aus dem Sinus erhalten Sie einen Cosinus. Und die Kettenregel besagt dann mal die innere Ableitung, da wir nach x ableiten, sind y und z sozusagen Konstanten und die entstehen dann hier als Multiplikativ hierhinter. Das können wir alles noch zusammenfassen, das Ganze. Wir können zunächst einmal aus den ersten beiden Summanden die Exponentialfunktion ausklammern, sodass dort übrig bleibt einfach nur x mal y plus 1 minus y mal z mal Cosinus an der Stelle x, y, z. Das wäre also die erste partielle Ableitung nach x. Betrachten wir jetzt die erste partielle Ableitung nach y von dieser Funktion. Jetzt müssen Sie die Variablen y und z als Konstanten betrachten. Das heißt, wenn Sie jetzt den ersten Term ableiten wollen, den ersten Summanden von dieser Funktion, brauchen Sie hier keine Produktregel mehr, sondern die schreiben x hin, dann e hoch xy und wir müssen hier die Kettenregel verwenden. Da wir nach y ableiten, erhalten wir einfach nochmal ein x. Minus, ja, die Sinusfunktion gibt wieder zunächst einmal Cosinus xyz mal die innere Ableitung. Da wir nach y ableiten, entstehen hier die Faktoren x und z, sodass hier insgesamt zusammengefasst herauskommt, x² mal e hoch xy minus xz mal Cosinus von xy und z. Und schließlich noch die Ableitung nach der Variablen z. Jetzt halten Sie in dieser Funktion die Variablen x und y fest, betrachten Sie also als Konstante und leiten diese Funktion nach z ab. Der erste Summand fällt dann vollkommen weg nach der Summenregel. Oder nach der Konstantenregel besser gesagt. Und aus Minus Sinus wird jetzt Minus Cosinus von xyz. Multipliziert mit der inneren Ableitung. Und da wir hier nach z ableiten, entstehen hier die beiden Faktoren x und y. Sodass wir hier insgesamt erhalten Minus xy mal Cosinus xyz. Das sind die partiellen Ableitungen dieser Funktion f. Und wenn wir jetzt die Ableitung dieser Funktion f uns anschauen wollen, also die totale Ableitung, wenn Sie so wollen, dann erhalten wir ja eine Matrix. Bedenken Sie, dass hier unsere Funktion f ja im Allgemeinen eine Abbildung ist, ich schreibe das vielleicht mal allgemein erstmal auf, aus dem r hoch n, also aus einer Teilmenge des r hoch n nach r, wobei hier die erste Ableitung, das haben wir ja oben gesehen, immer eine Matrix ist vom Format 1 Kreuz n über die Menge der reellen Zahlen. Das heißt letztendlich, Sie können f' an der Stelle x jetzt darstellen als Matrix und die Matrixelemente, ja, das sind gerade die partiellen Ableitungen nach den einzelnen Variablen, also zunächst nach x1, dann die partielle Ableitung nach der Variablen x2 und das geht jetzt immer so weiter, bis wir mal schließlich bei der n-ten Variablen angekommen sind, also df nach dxn an der Stelle x.
Wenn wir das jetzt anwenden auf unser Ergebnis in dem Beispiel, würden wir jetzt erhalten, also f' von x wäre also, die Einträge wären ja df nach dx in unserem Fall, dann können wir das Ergebnis von hier oben abschreiben, das gibt also e hoch xy in Klammern xy plus 1 minus y mal z mal Cosinus XYZ. Das wäre das erste Matrixelement. Das zweite Matrixelement wäre, das haben wir ja gerade oben ausgerechnet, x² mal e hoch xy minus xz mal Cosinus von xy und z. Und schließlich noch das dritte Matrixelement, das wäre minus xy mal Cosinus von x, y und z. Das wäre also die erste Ableitung der Funktion f in unserem Beispiel von oben. Ich möchte jetzt vielleicht noch einmal zur geometrischen Deutung der partiellen Ableitung kommen. Und das kann man sich am besten klar machen, indem man vielleicht vereinfacht einmal eine Funktion betrachtet aus dem r hoch 2 nach r, also die geometrische Deutung der partiellen Ableitung. Darauf möchte ich jetzt noch etwas eingehen. Und der Einfachheit halber, damit wir das grafisch darstellen können, betrachte ich jetzt hier einmal eine Funktion aus einer offenen Teilmenge des r hoch 2 nach r. Und solche Funktionen lassen sich ja darstellen im Prinzip als irgendwelche Flächen im Raum. Das deute ich hier mal so an. Das sei also irgendwie mal eine Funktion f von xy ist gleich z. Und ich zeichne jetzt vielleicht hier auch nochmal ein Koordinatensystem hier ein. Das hier sei mal die z-Achse. Hier die y-Achse und nach vorne heraus die x-Achse. Und wir stellen uns jetzt mal vor, wir gehen mal an eine feste Stelle x0 an den Graphen heran, das deute ich hier mal durch diesen blauen Strich hier an, und schneiden parallel zur yz-Achse diesen Graphen mal durch. Das deute ich jetzt mal so an. Ich hoffe, ich kann das hier einigermaßen gut skizzieren. Ja, vielleicht so etwa. Also wir bilden jetzt einen Schnitt parallel zur yz-Achse dieses Graphens. Und diese Schnittlinie, die hier entsteht, also diese hier, das ist die Schnittkurve, wenn Sie so wollen, oder Schnittlinie, die lässt sich dann beschreiben durch z ist gleich f, das x0 haben wir ja fest vorgegeben und y ist Variable. Und nun kann man sich fragen, wir betrachten jetzt mal zwei Punkte auf diesem Graphen, die ich ja mal durch ein rotes Kreuz andeute. Diese beiden, der erste Punkt möge mal an der Stelle y liegen und der zweite Punkt möge mal an der Stelle y plus t liegen. Dann lässt sich durch diese beiden roten Punkte ja offensichtlich eine Sekante legen und die zeichne ich hier vielleicht einmal in grün ein. Das soll hier also die Sekante sein. Und für diese Sekantensteigung können wir dann Folgendes schreiben. Das ist letztendlich, das schreibe ich mal hier rechts hin, f an der Stelle x0, y plus t minus f an der Stelle x0 und y dividiert durch t. Das wäre diese Kantensteigung. Bilde ich jetzt davon den Grenzwert, Limes t gegen 0, dann hätte ich im Punkt y und x0, also praktisch hier in diesem ersten Kreuz, die Gleichung der Tangente oder die Steigung der Tangente, besser gesagt, berechnet. Und diese Steigung, das wäre gerade die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen y. Das ist also die geometrische Deutung der partiellen Ableitung nach y. Dasselbe könnte man jetzt auch machen für die partielle Ableitung nach x. Auch das kann ich hier mal hinmalen. Wir betrachten dazu wieder irgendeine beliebige räumliche Fläche. Ich zeichne jetzt noch einmal das Koordinatensystem hier hin. Das ist die z-Achse, das ist beispielsweise hier wieder die y-Achse und nach vorne heraus geht die x-Achse.
Jetzt betrachten wir mal einen festen Punkt auf der y-Achse, beispielsweise diesen hier, y0, und wir schneiden jetzt den Graphen parallel zur xz-Ebene durch. Und da die Schnittkurve, die dann entsteht, die habe ich jetzt hier mal blau eingezeichnet, das wäre also die Schnittkurve oder die Schnittlinie besser gesagt. Und die lässt sich dann beschreiben, durch z ist der Funktionswert an der Stelle x, y0. So, unsere Fläche, unsere räumliche Fläche wird also durch die Funktion wieder beschrieben, also z ist f von x und y. Und wir betrachten jetzt mal zwei Punkte auf dieser Kurve, beispielsweise diese, die ich hier mal rot markiere. Dann lässt sich auch durch diese beiden Punkte wieder eine Sekante zeichnen. Das hier wäre also die Sekante. Und zu diesen beiden Punkten gehören natürlich auch Koordinatenwerte. Ja, beispielsweise, ja, das liegt jetzt alles unterhalb dieses Graphen hier. Das sei beispielsweise mal der Wert, ja, sagen wir mal x, und der hintere Wert wäre x plus t. Dann lässt sich die Steigung der Sekanten also wieder angeben, indem Sie jetzt schreiben, f an der Stelle x plus t minus f an der Stelle, das ist natürlich falsch, ich habe die zweite Variable vergessen, also noch einmal, f an der Stelle x plus t, y0 ist hier festgehalten, minus f an der Stelle x, y0, dividiert durch t das Ganze, und wenn wir davon den Limes wieder bilden, t gegen 0, erhalten Sie gerade an der Stelle y0 und x die Steigung der Tangente, und das wäre hier gerade die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen y im Punkt xy. Also wir berechnen praktisch mit der partiellen Ableitung immer Steigungen von Tangenten aus, die parallel zu irgendwelchen Koordinatenebenen liegen. So kann man sich das vielleicht kurz merken. Nun wissen wir ja, wenn wir jetzt eine vektorwertige Funktion wieder mal betrachten, also wir betrachten wieder eine vektorwertige Funktion aus einer Teilmenge g des r auch n nach r, dann wissen wir, diese vektorwertige Funktion hat m Komponenten. Also wir betrachten eine vektorwertige Funktion, ich habe mich eben versprochen, von einer Teilmenge g aus dem r auch n in den r auch m. Und dann hat dieses Bild dieser vektorwertigen Funktion m Komponenten oder m-Komponentenfunktion. Deswegen hat auch unsere erste Ableitung f' von x ebenfalls m-Komponentenableitung. Und die erste wäre f1' von x, die zweite wäre f2' von x, und das geht jetzt immer so weiter, da wir hier in den r auch m landen, haben wir also fm' von x als letzte Komponentenableitung. Und wir haben ja gesehen eben, dass jede einzelne Komponentenableitung selbst wieder eine Matrix ist, und zwar eine Matrix vom Format 1 Kreuz n. Wo habe ich das hingeschrieben? Das suche ich jetzt hier gerade. Ja, wo steht das? Ja, hier steht es im Prinzip. Hier oben, Sie sehen also, wir hatten ja eine Komponentenfunktion f' von x betrachtet, und wir sehen, die Ableitung besteht aus n einzelnen Matrixelementen, und die einzelnen Matrixelemente berechneten sich, ja, im Prinzip, hier steht es, a nü ist g nü an der Stelle 0 Strich. Und das bedeutet hier letztendlich jetzt, wenn wir das jetzt alles hier verwenden, erhalten wir hier also letztendlich in der ersten Zeile, müssten wir die erste Komponentenfunktion nach der ersten Variablen ableiten. Das nächste Element wäre die erste Komponentenfunktion nach der zweiten Variablen ableiten, und das würde jetzt immer so weitergehen, bis wir die erste Komponentenfunktion mal nach der n-ten Variablen abgeleitet haben. In der zweiten Zeile hätten Sie stehen, die zweite Komponentenfunktion nach der ersten Variablen abgeleitet,
dann die zweite Komponentenfunktion nach der zweiten Variablen abgeleitet und so weiter, bis wir mal ankommen, wo wir die zweite Komponentenfunktion nach der n-ten Variablen abgeleitet haben. Und das müssen wir jetzt immer so fortsetzen, bis wir mal an der letzten Zeile angekommen sind. Dort müssen wir die m-te Komponentenfunktion zunächst nach der ersten Variablen ableiten, dann die m-te Komponentenfunktion nach der zweiten Variablen und schließlich, und das geht jetzt immer so weiter, kommen wir mal an, wo wir die m-te Komponentenfunktion nach der n-ten Variablen ableiten müssen. Und Sie sehen, wir erhalten dann hier offensichtlich eine Matrix und diese Matrix hat einen Namen. Man nennt diese Matrix entweder Funktionalmatrix oder man kann auch sagen, das ist die sogenannte Jacobi-Matrix. Oder Sie sagen einfach nur dazu, das ist die Ableitungsmatrix. Ja, wir sehen also zunächst einmal, wir haben hier offensichtlich jetzt die vektorwertige Ableitung zurückgeführt auf ganz gewöhnliche Ableitung, so wie wir sie in der Analysis 1 behandelt haben. Allerdings ist die vektorwertige Ableitung einer vektorwertigen Funktion jetzt immer eine Matrix. Und das Resultat, was wir hier erhalten haben, ist offensichtlich, wenn eine Funktion total differenzierbar ist, dann haben wir hier gesehen, dann ist die Funktion auf jeden Fall auch partiell differenzierbar. Partiell differenzierbar. Die Umkehrung gilt allerdings im Allgemeinen nicht. Das heißt, existieren alle partiellen Ableitungen, dann ist nicht notwendigerweise die Funktion auch total differenzierbar. Darauf werde ich noch in einem späteren Video nochmal ausführlich darauf eingehen. Aber wichtig ist hier, wir haben jetzt die Ableitung einer vektorwertigen Funktion endgültig wieder auf den eindimensionalen Pfeil zurückgeführt und ich möchte jetzt einmal ein Beispiel noch hier bringen, wie man die Funktionalmatrix genau berechnet. Und zwar betrachten wir dazu mal folgende vektorwertige Abbildung f. Das sei eine Abbildung aus dem r hoch 2 in den r hoch 3 beispielsweise, wobei jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich dieser Abbildung und den Vektor x möchte ich mit x und y versehen als Komponenten. Jeder Vektor wird abgebildet auf den Bildvektor, der folgendermaßen definiert ist, nämlich durch x² minus y², e hoch x und x plus y mal Sinus x. So, um die Funktionalmatrix jetzt zu bestimmen, was müssen wir tun? Also f' von x dieser vektorwertigen Funktion wäre also folgende Matrix. Gucken wir nochmal nach oben hin. Wir müssen zunächst die erste Zeile berechnen. Dazu brauchen wir die erste Komponentenfunktion. Und Sie müssen die erste Komponentenfunktion zunächst nach der ersten Variablen ableiten. Und zwar partiell ableiten. Das heißt, die Variable y können Sie als Konstante betrachten. Und wenn Sie die erste Zeile nach x ableiten, erhalten Sie einfach 2x. Jetzt müssen Sie die erste Zeile nach der zweiten Variable noch ableiten. Dann betrachten wir das x als Konstante und wir erhalten als Ableitung einfach 2y. Um die zweite Komponentenfunktion jetzt abzuleiten, wir gucken nach oben. Wir müssen jetzt also die zweite Komponentenfunktion nach allen Variablen ableiten. Wir haben hier zwei Variablen, nämlich x und y. Zunächst muss also e hoch x nach x abgeleitet werden. Das gibt ja bekanntlich wieder e hoch x. Und jetzt müssen wir e hoch x allerdings auch nochmal nach y ableiten. Und da y hier gar nicht auftritt, ist e hoch x bezüglich der Variablen y eine Konstante und Konstanten abgeleitet geben ja bekanntlich 0. Und schließlich die dritte Komponentenfunktion, die müssen wir zunächst nach x ableiten. Ja, aus x wird einmal eine 1 und aus y mal Sinus x wird, da wir nach x ableiten, ist y eine Konstante, die bleibt also beim Ableiten zunächst einmal erhalten und aus Sinus x wird einfach Cosinus x. Und jetzt müssen wir die dritte Komponentenfunktion noch ableiten nach der Variablen y.
Jetzt betrachten wir x als Konstante, dann fällt das vordere, der erste Summand, das x schon mal einmal weg und y mal Sinus x nach y abgeleitet gibt einfach nur Sinus x, weil y ja abgeleitet zu 1 wird. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch Probe lesen.